Yeah!
Wir waren heute mit Rot-Weiß Koblenz auf der Husterhöhe in Pirmasens, wo die Rot-Weißen gegen den Regionalliga-Absteiger FK Pirmasens gespielt haben. Und bei mir steht der Kapitän Thilo Krämer von den Rot-Weißen. Thilo, die Schlacht ist geschlagen auf der Husterhöhe. 1:2, das nüchterne Ergebnis.
Wenn wir uns das Spiel nochmal vor Augen führen, in der ersten Halbzeit hat eigentlich nur eine Mannschaft gespielt und das war Rot-Weiß Koblenz und völlig verdient auch 1:0 geführt. Hat man es in der ersten Halbzeit versäumt, den Sack, wie man so schön sagt, zuzumachen? Ja, ich würde nicht sagen versäumt, weil in der ersten Halbzeit, klar, haben wir viele Chancen gehabt. Also in der ersten Halbzeit kann man nicht unbedingt den Sack zumachen, aber hätten auf jeden Fall. Die Gegner hatten in der ersten Halbzeit eigentlich so gut wie keinen Torschuss gehabt oder wurden uns nicht einmal gefährlich. Das sah halt in der zweiten Halbzeit dann wieder ganz anders aus und hatten uns eigentlich auch vorgenommen, für die zweite Halbzeit dann ganz andere, also weiterhin das gleiche Spiel aufzureißen, aber im Endeffekt haben uns da hinten raus die Körner gefehlt und ja, nicht über die Bühne gebracht. Du hast es angesprochen, erste Halbzeit überragend, sage ich jetzt mal als Zuschauer des Spiels. In der zweiten Halbzeit war ja nicht anders zu erwarten, Pirmasens als Heimmannschaft 1:0 hinten. Die wollten natürlich auch hier etwas Zählbares zu Hause behalten, haben viel Druck gemacht. Hat sich Rot-Weiß aus deiner Sicht raus da ein Stück weit zu weit hinten reindrängen lassen oder war der Druck des Gegners wirklich so groß? Ja, man hat ja gesehen, dass dann in der zweiten Halbzeit dann von Pirmasenser Seite dann noch offensiv was gemacht wurde. Erfahrene Spieler kamen dann rein und man hat das dann auch gemerkt. Wir haben mehr verteidigt, aber wir haben es dann auch nicht gut gemacht. Wir sind nicht ruhig geblieben. Wir hätten kurz nach der Halbzeit hätten wir auch das 2:0 machen können, haben es dann nicht gemacht. So fällt bei uns das 1:1 und bei uns gingen dann leider die Köpfe runter. Da ist dann auch Mentalität und Leidenschaft gefragt, dass man dann übers Herz geht und das haben wir dann nicht gemacht. Du hast es angesprochen, Mentalität und Herz, um deine Worte zu gebrauchen. Jetzt weiß ich, dass euer Trainer vor Saisonbeginn gesagt hat, man kann auch nach 5 Spieltagen mit 0 Punkten dastehen, angesichts des Auftaktsprogramms, was Rot-Weiß Koblenz gehabt hat. Jetzt kommt am Mittwoch der FV Enghas. Ihr kennt euch als Spieler untereinander sehr gut, die kommen zum Derby aufs Oberwert. Ist man jetzt als Rot-Weiß nicht unnötigerweise so unter Druck, dass man schon sagt, gegen Enghas müsste es jetzt ein Dreier her? Klar, ist auf jeden Fall ein bisschen Druck da, dass wir ein Dreier einfahren müssen, weil wir haben jetzt 4 Spiele gespielt, stehen mit 2 Punkten da und die Ausbeute hätte ganz anders sein können, wenn man Revue passiert. Und und wir wollen natürlich gewinnen und die 3 Punkte auf jeden Fall mitnehmen. Und es wird langsam auch Zeit, dass wir die nächsten 3 Punkte mal einfahren und einen Sieg einfahren. Und damit wir auch mal wieder ein bisschen Selbstbewusstsein einfahren können.